Guten Morgen bei Marktkids Online. Schön, dass du heute Morgen dabei bist. Heute geht es noch einmal um Josef. Aber nun lasst uns erst einmal zusammen die Marktkids-Kerze anzünden. Und dazu sagen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Vater, hab Dank für den neuen Morgen. Hab Dank, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, dass wir dich feiern können. Sei jetzt bei jedem Einzelnen und lass ihn spüren, dass du dabei bist. Amen. Wir wollen jetzt das erste Lied singen und das ist heute das Geburtstagswunschlied von Paula. Und wer mag, kann gerne aufstehen und mit David und seinen Kindern die Bewegung mitmachen. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei, hey, du bist hier. Ich hab mich so auf dich gefreut, du schaust du aus. Fühl dich einfach wie zu Hause. Heute gratulieren wir Paula ganz herzlich zu ihrem 6. Geburtstag. Und auch das Schäfchen Emma hatte Geburtstag und ist 5 Jahre alt geworden. Allen anderen Geburtstagskindern, die in dieser Woche Geburtstag hatten oder heute haben, und euch beiden gratulieren wir ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen euch für euer neues Lebensjahr alles Gute und Gottes reichen Segen. Ich möchte für euch beten.
Vater, hab Dank für unsere Geburtstagskinder. Hab Dank, dass du sie geschaffen hast. Und hab Dank, dass sie ja Geburtstag feiern konnten. Geh du mit ihnen in ihr neues Lebensjahr und pass auf sie auf. Segne und behüte sie und ihre Familie. Amen. Du hast auch bald Geburtstag? Dann schick uns doch gerne dein Geburtstagswunschlied, ein Foto von deinem Geburtstag und wie alt du geworden bist. Dann können wir auch dich ganz persönlich grüßen. Letzte Woche habe ich euch die Frage gestellt, worauf ihr euch bei Markkids Online besonders freut. Und uns haben ganz tolle Antworten erreicht und auch ganz viele andere Hallo-Spots und Fischgeschichten. Viel Spaß dabei! Schöne Grüße aus Backland, wir sind gerade bei Oma und Opa und ich freue mich auf das Basteln und auf die Hallo-Box. Tschüss! Hallo liebe Markkids, natürlich bin ich auch bei Oma und Opa und es ist hier ganz schön warm und gestern hatten wir eine lange Fahrt und am liebsten freue ich mich auf die Geschichte und frag doch mal. Tschüss! Also da freust du dich immer? Mhm. Und Theo, worauf freust du dich? Über die Hallo. Ach, die macht. Und ihr beide sitzt im Planschbecken? Ja. Dann schicken wir mal liebe Grüße an alle Markkids, oder? Grüß mal. Liebe Grüße von uns! Hallo liebe Markkids, ich fand Emma am lustigsten Emma. Tschüss! Was gefällt dir bei Markkids Online am besten, Johanna? Erzähl mal. Das Mäh? Das Schäfchen? Toll. Hallo, ich bin Magdalena und ich finde bei Markkids Online am besten, dass Emma immer so tolle Abenteuer macht und den Basteltipp. Tschüss! Danke für eure Grüße. Du möchtest uns auch einen Hallo-Spot senden? Dann besprich es mit deinen Eltern und schicke ihn uns an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Wir freuen uns darauf. Lass uns zusammen das nächste Lied singen. Bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin?
Gott liebt dich. Bist du groß oder bist du klein oder mittendrin? Bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin? Gott liebt dich. Lieb dich, wenn du lächelst. Heute geht es noch einmal um Josef. Da ist er. Und ihr wisst schon, Josef wurde von seinen Brüdern, weil sie ihn nicht recht mochten, erst in den Brunnen geworfen und dann verkauft. Als Sklave kam er dann nach Ägypten. Und dort hat der Potiphar erkannt, der Josef hat ganz schön was drauf. Aber die Frau vom Potiphar, die hat ihn hinters Licht geführt. Und dann ist Josef ins Gefängnis gekommen. Im Gefängnis hat er dann die Träume gedeutet vom Mundschenk und vom Bäcker. Und als der Mundschenk frei war, hat er zwar nicht gleich gesagt, dass der Josef das war mit dem Träumdeuten, aber als der Pharao dann Träume hatte und nicht wusste, was sie zu bedeuten haben, da hat er sich erinnert und Josef wurde aus dem Gefängnis geholt. Und der Pharao hat gesagt, Josef, ich habe geträumt von 7 dicken Kühen und 7 dünnen Kühen und von 7 Ähren, die ganz voll sind und von 7 Ähren, die ganz mager sind, ganz leer. Und dann hat der Josef gesagt, ja, wir werden 7 Jahre haben mit ganz viel Ernte, mit ganz viel, wo wir Essen und Wasser speichern können, um dann 7 Jahre zu überstehen, wo eine Hungersnot ist. Und da hat der Pharao gesagt, und Josef, du bist genau der Richtige. Du kannst dich darum kümmern, dass wir genug Essen haben in den Jahren, wo wir nicht so viel haben. Und der Josef hat angefangen und hat Kornspeicher gebaut. Und hat Essen gesammelt mit den Leuten zusammen. Und was dann passiert ist nach den 7 reichen Jahren, das seht ihr jetzt in der Geschichte mit Elisabeth. Nun war in ganz Ägypten eine große Hungersnot ausgebrochen. Die 7 schlechten Jahre hatten begonnen. Und nicht nur in Ägypten gab es nichts mehr zu essen, auch
in Kanaan und in anderen Ländern hatten die Menschen nichts zu essen mehr. Auch Jakob und seine Familie litten an der Hungersnot. Als sie gar nichts zu essen mehr hatten, sagte Jakob zu seinen Söhnen, zu seinen 10 Söhnen, geht doch bitte nach Ägypten und kauft Getreide für uns, damit wir wieder etwas zu essen haben. Die 10 Brüder sollten losziehen ohne Benjamin, ohne den Bruder von Josef. Der sollte bei seinem Vater bleiben. Also gingen die 10 Söhne los ins ferne Land Ägypten und baten dort um Korn. In dem Land war ja Josef und der erkannte seine Brüder sofort. Und er wollte erstmal herausfinden, ob sie immer noch so schlechte Menschen waren, die Böses taten, wie sie ihm angetan hatten, oder ob sie inzwischen gute Leute waren. Und er erinnerte sich daran, als seine Brüder vor ihm knieten und um Brot baten, an die Träume, die er früher hatte. Aber er sagte natürlich, dass seine Brüder gerne Korn bei ihnen kaufen dürfen in Ägypten und gab ihnen etwas, was sie mit zurück nach Kanaan nehmen dürften. Die Brüder erkannten Josef nicht. Er sah ja gar nicht mehr aus wie früher. Er sah ja aus wie ein Ägypter. Deswegen wussten sie nicht, dass es Josef war. Als sie dann das Korn gekauft hatten, packten sie wieder ihre Sachen zusammen und wollten losziehen. Allerdings sagte Josef da, ich glaube nicht, dass ihr nur das Korn kaufen wolltet. Ich glaube, ihr seid Spione und wollt unser Land ausspionieren. Ihr seid böse Menschen. Und sie sagten, nein, wir wollen nur Korn kaufen, weil wir so hungrig sind in Kanaan. Wir wollen das zu unserer Familie bringen. Aha, zu eurer Familie. Wer gehört denn noch zu eurer Familie? Und dann sagten sie, wir haben noch einen Vater, der ist schon ganz schön alt. Und noch einen kleinen Bruder, Benjamin. Aha, und wieso ist Benjamin nicht mitgekommen? Fragte Josef da. Und dann haben sie gesagt, der ist bei unserem Vater geblieben. Und dann sagte Josef zu ihnen, nur wenn ihr euren jüngsten Bruder zu mir bringt, dann glaube ich euch die Geschichte, dass ihr keine Spione seid, sondern dass ihr nur Korn bei mir kaufen wollt. Bringt Benjamin zu mir. Und da haben die Brüder gesagt, nein, das können wir nicht machen. Unser Vater erlaubt nie, dass Benjamin zu dir ins ferne Ägypten reist, weil das ist sein Lieblingssohn und der hat schon seinen anderen Lieblingssohn verloren. Der ist gestorben. Aha, sagte Josef da, das kann ich euch immer noch nicht glauben. Einer von euch Brüdern bleibt hier und ist bei mir der Gefangene und ihr anderen geht zurück in euer Land Kanaan und bringt mir Benjamin. Wenn ihr das nicht macht, dann kommt der eine Bruder, der hier bleibt, nie wieder frei. Also sagten die Brüder, okay, einer muss hier bleiben. Simeon, einer der Brüder, erklärte sich bereit, in Ägypten zu bleiben und beim Pharao zu warten, bis seine Brüder wiedergekommen sind mit Benjamin. Also machten sich die Brüder schnell auf den Weg und gingen zurück nach Kanaan. Sie nahmen natürlich das Getreide mit, damit die Familie wieder etwas zu essen hat. Als sie dann wieder in Kanaan bei ihrem Vater Jakob waren, sagte der, niemals dürft ihr Benjamin mitnehmen. Das geht nicht. Ich habe doch schon Josef verloren. Benjamin möchte ich nicht mehr verlieren. Ich erlaube es nicht. Und die waren ganz verzweifelt, weil sie ja Simeon dort gelassen hatten in Ägypten. Aber irgendwann war ihr Getreide wieder aufgebraucht und die Hungersnot dauerte immer noch an und sie hatten wieder nichts zu essen. Und dann sagten sie wieder zu Jakob, wir können nicht ohne Benjamin zurück nach Ägypten gehen, weil wenn wir Benjamin nicht mitbringen, dann sperrt uns der Pharao alle ein. Also sagte Jakob, na gut, wenn es nicht anders geht, dann nehmt Benjamin mit. Aber wenn ihr ihn nicht zurückbringt, dann werde ich Kummer sterben. Das dürft ihr mir niemals antun. Und da sagten die Brüder, nein, das werden wir nicht. Wir bringen ihn mit Sicherheit zurück. Also reisten sie wieder, diesmal zu 11 nach Ägypten. Alle 11 Brüder. Und sie knieten wieder vor dem Pharao, beziehungsweise vor Josef nieder, vor ihrem Bruder. Und sie erkannten ihn auch wieder nicht. Und dann sagten sie, hier ist unser jüngster Bruder Benjamin. Und Josef erkannte Benjamin und
musste fast weinen vor Freude, dass er seinen Bruder wieder sah. Aber er ließ sich das nicht anmerken, dass er Benjamin erkannte. Er hatte gesagt, okay, ich glaube euch jetzt. Dann dürft ihr jetzt wieder Getreide mitnehmen für eure ganze Familie und heimreisen. Ich glaube euch, dass ihr gute Menschen seid. Er gab ihnen wieder viel Getreide und sie machten sich wieder zurück, alle zusammen, auch mit Simeon, zurück auf dem Weg. Allerdings steckte er in Benjamins Beutel, Getreidebeutel, seinen goldenen Becher. Und als die Brüder wieder auf dem Rückweg waren nach Kanaan und sie eine Rast machten, kam die Wache von Josef ihnen hinterher und sagte, halt, ihr habt etwas geklaut, ihr habt den goldenen Becher geklaut von Josef. Bei wem der Becher gefunden wird, der muss wieder mit zurück und wird der Sklave von Josef. Und als die Beutel alle angeschaut wurden, da wurde der Becher in Benjamins Beutel gefunden. Und da wurde gesagt, die Brüder dürfen alle wieder zurück nach Kanaan, nur Benjamin bleibt hier als der Sklave. Und da sagten die Brüder, nein, auf keinen Fall geht das. Wenn das unser Vater erfährt, der wird sterben vor Kummer, wenn er Benjamin verliert. Wir können ihn niemals hier lassen. Lass uns deine Sklaven sein. Wir anderen Brüder sind die Sklaven, aber Benjamin muss zurück zu unserem Vater. Da sagte Josef, nein, auf keinen Fall, nur Benjamin bleibt hier. Und sie baten ihn so lange, bis Josef das nicht mehr aushielt und ihnen sagte, ihr seid meine Brüder, ich bin Josef. Erkennt ihr mich denn nicht mehr? Ich sehe jetzt zwar anders aus, aber ich bin Josef, euer Bruder. Und da waren sie ganz erstaunt und erschreckt und dachten, oh weia, jetzt will er uns alle festnehmen. Aber Josef sagte, ich wollte nur prüfen, ob ihr jetzt bessere Menschen seid und ob ihr euren Bruder beschützt oder ob ihr ihn mir ausliefern würdet. Und ihr habt ihn beschützt. Deswegen möchte ich, dass ihr auch unseren Vater Jakob nach Ägypten holt, damit wir hier alle wieder zusammen leben können. Ich habe genug Essen für uns alle und es wird uns allen gut gehen hier in Ägypten, weil die Hungersnot wird noch ein bisschen andauern. Und so machten sich die Brüder wieder glücklich zurück auf den Weg nach Kanaan und sagten zu ihrem Vater, wir haben Josef wieder gefunden in Ägypten und er lädt uns ein, dass wir mit ihm in Ägypten leben dürfen, weil wir da keinen Hunger leiden müssen. Es geht uns gut da. Die haben so viel Korn, da werden wir gut versorgt. Und so reiste dann die ganze Familie zurück nach Ägypten, um dort zu leben. Danke für deine Geschichte. Da hat der Josef echt einen spannenden Weg hinter sich. Aber das Tolle ist, vom Anfang bis zum Ende ist Gott dabei. Und das lasst uns jetzt gemeinsam singen. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände auch über uns. Er hat es versprochen an mir.
Heute gibt es den letzten Basteltipp zur Josef-Geschichte. Und der kommt heute von Heidrun. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir hier bei uns in unserem Bastelkeller. Ich möchte heute mit euch, passend zum Ende des Jakobsweges, wieder eine neue Station basteln. Und gleichzeitig ist das ein Spiel für eine Murmel, die hier ihren Weg nimmt. Bei uns ist das jetzt hier so eine Art Wald geworden. Die Brüder von Josef sind natürlich nicht durch den Wald gegangen, sondern durch die Wüste und durch irgendwelche anderen beschwerlichen Gegenden. Aber wir haben uns jetzt hier für einen Wald entschieden, weil der besonders beschwerlich ist. Und ihr könnt das sehen, man kann das dann also auch einzeln verwenden. Und ihr habt dann als einzelnes Spiel wahrscheinlich und hoffentlich ganz viel Spaß damit. Dann lasst uns mal loslegen. Für den Hintergrund brauchen wir wieder eine Klappkarte. Ich habe den Teil hier vorne etwas kürzer gemacht als den hinteren Teil. Das hat aber mit meiner Schachtel zu tun. Das ist ganz wichtig, die Schachtel heute. Das wird der Boden für unser Spiel, was wir heute basteln. Ich habe mich jetzt für eine Pralinschachtel entschieden. Ihr könnt aber auch den Deckel von einem Schuhkarton zum Beispiel nehmen. Außerdem brauchen wir noch ein Papier, Klebe, Schere und ein Stift. Wir fangen jetzt an. Den Hintergrund für unsere Klappkarte vorzubereiten. Ich habe hier schon mal eine Pyramide aufgezeichnet. Die schneiden wir jetzt aus. Und die wird jetzt mit Klebestift auf unsere Karte hinten geklebt. So, das ist schon mal unser Hintergrund. Für den nächsten Teil, also für unser eigentliches Spiel, brauchst du dieses Mal eine ganze Menge Naturmaterialien. Ihr könnt hier sehen, ich habe hier ganz viele Zapfen in klein. Ich habe hier auch noch große gesammelt. Ich habe mir Stücke von Hasel ganz einfach mit der Säge geschnitten. Das könnt ihr auch, vielleicht auch hilft euch ein Erwachsener. Das geht aber gerade für diese Abschnitte gehen ganz gut, auch Kronkorken zu verwenden, falls ihr da noch welche habt. Ihr braucht das Unterteil von einer Schachtel, eine Pralinschachtel oder halt ein Schuhkarton. Wichtig ist, dass das einen Rand hat, damit nachher unsere Murmel nicht verloren geht. So, und als erstes denkt ihr euch einen schönen verwinkelten Weg aus, weil ja die Brüder von Josef einen beschwerlichen Weg nach Ägypten hatten, um das Korn zu kaufen. Und den Weg male ich jetzt einfach mal mit meinem orangenen Stift hier auf. Und das ist der Weg, den nachher für das Spiel die Murmel auch nehmen muss, damit sie von ihrem Start, von dem Zuhause der Brüder, damit sie dann bis nach Ägypten rollen kann. Ich habe jetzt hier für den Anfang und für das Ende so Kreise gemalt, damit man genau sehen kann, wo es losgeht. Als erstes haben wir jetzt also die Schachtel sozusagen vorbereitet. Und als nächstes kommt ein wichtiger Schritt, bei dem ihr euch bitte unbedingt von einem Erwachsenen helfen lassen müsst, weil dazu brauchen wir Kleber oder Heißklebe. Ich habe mich jetzt für eine Heißklebe entschieden, weil das schlicht und einfach besser hält. Und ihr könnt aber wahrscheinlich auch
normale Klebe nehmen, sowas wie ja, Flüssigklebe. Ich fädel jetzt hier mal mein Kabel eben ein bisschen anders, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann legen wir los und machen hier Klebe auf die verschiedenen Teile. So, jetzt sind wir zu Ende mit der ganzen Kleberei. Ihr seht, unsere Fantasie ist noch ein bisschen mit uns durchgegangen. Ich habe hier wirklich sehr viel Material verwendet. Wir haben noch Moos genommen und ich hatte noch alte Eicheln. Das haben wir alles noch zu einem richtig schönen, dichten Wald für den langen, langen Weg verwendet, weil ja die Brüder von Josef hatten es ja wirklich sehr beschwerlich auf ihrer Reise nach Ägypten. So, ich habe jetzt euch hier meine knallig blaue Mummel mitgebracht, damit ihr das mal richtig gut seht, wie der Weg denn dann tatsächlich funktioniert. Ihr legt also die Mummel an den Startpunkt und probiert dann, ohne dass sie so wesentlich vom Weg abkommt, jetzt ist sie schon im ersten Busch gelandet, dass sie da so vorsichtig, ja, der Weg war nicht immer ganz einfach, dass sie dann so durchkommt, bis sie schließlich im Ziel landet. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Die Brüder sind in Ägypten angekommen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß, mindestens genauso viel Spaß wie wir beim Basteln. Und ich freue mich dann schon auf die Fotos von euren gebastelten Josefs wegen. Tschüss! Danke für deinen Basteltipp. Vielleicht habt ihr ja jede Woche den Josefweg mitgebastelt. Schickt uns doch gerne ein Foto davon oder auch von Teilen. Dann können wir sie nächste Woche noch einmal anschauen. Auch habt ihr uns wieder tolle Fragen geschickt. Und zwei davon wollen wir jetzt bei Frag doch mal sehen. Frag doch mal! Ich bin Anita und ich wollte fragen, wieso glauben die Juden eigentlich nicht an Jesus? Ich glaube, die Juden haben sich Jesus ganz anders vorgestellt. Jesus ist ja der Sohn Gottes. Und sie haben gedacht, wenn der Sohn Gottes kommt, dann muss das doch jemand sein, der ganz mächtig ist, der ganz viel bewegen kann, der die Feinde aus dem Land wirft und der den bösen Herrschern sagt, dass sie aufhören müssen und dass die Leute alles gut machen. Und sie haben dann Jesus gesehen und Jesus hat ja einfach als ein ganz normaler Mensch gelebt. Und er hat ganz viele Menschen gesund gemacht. Und er hat sich um Menschen gekümmert, um die sich sonst niemand gekümmert hat. Und da haben sie auch gesagt, also wenn der sich nur mit solchen Leuten abgibt, das kann doch nicht richtig sein. Der kann auf gar keinen Fall der Sohn Gottes sein. Und ich glaube, dass sie deswegen nicht an Jesus glauben. Ich wollte euch jetzt mal fragen, warum Gott im Himmel lebt. Tschüss! Wenn wir sagen, dass Gott im Himmel wohnt, dann meinen wir nicht den Himmel mit den Wolken. Also nicht so, dass Gott auf einer Wolke sitzt und von oben runter guckt. Das wäre ja auch ganz blöd, dann wäre doch Gott ganz weit weg. Wenn wir sagen, Gott wohnt im Himmel, meinen wir eher sowas wie die Luft. Die Luft ist ja überall. Die ist hier und im Kindergarten und in der Schule und in der Kirche und überall, wo wir hingehen. Und so ist Gott auch. Er ist überall, wo halt so genauso wie die Luft. Und wir sehen ihn nicht, wir sehen ja auch die Luft nicht. Aber er ist da. Und das finde ich toll. Die Luft ist nämlich ganz nahe und die kommt sogar in mich rein, wenn ich atme. Und Gott ist auch um uns rum ganz nahe und sogar in uns drin. Frag doch mal. Du hast auch eine Frage? Dann schick sie uns gerne an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Und nun sind wir schon wieder am Ende von Markets Online.
Lasst uns zusammen das Vaterunser-Lied singen. Und wer mag, steht auf und macht die Bewegung mit. Lass uns gemeinsam beten. Vater, hab Dank, dass wir zusammen Gottesdienst feiern konnten. Hab Dank, dass du bei jedem Einzelnen bist. Geh mit uns in die Woche. Schenk uns ganz viel Freude an dem, was wir erleben. Und sei auch da, wo wir Situationen haben, ja, wo wir vielleicht ein komisches Gefühl im Bauch haben. Lass uns spüren, dass du immer dabei bist. Und so segnet und behütet dich Gott, der dich geschaffen hat, der dich lieb hat und der immer bei dir ist. Amen. Das war's schon wieder für heute. Und wisst ihr noch, was Steffi letzte Woche im Basteltipp in ihr Kistchen getan hat? Kleine Sachen zum Knabbern. Und sie hat gesagt, diese Woche dürfen wir es aufessen. Das werde ich jetzt mal tun. Und ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen bei Markkids Online. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss! Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin.